So, ja moin zusammen. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Infovideo, weil ich ja schon seit einer ganzen Zeit jetzt leider gesundheitlich ziemlich angeschlagen bin, um einfach mal vielleicht Klarheit zu schaffen und die Gerüchteküche. Ich habe leider schon ein bisschen mitgekriegt, dass da manche was denken oder sagen. Ich will halt nicht, dass sich so Sachen verhärten, deswegen will ich da gleich aufklären, weil viele denken halt, es wäre wegen meinen Depressionen oder ja, weiß nicht. Ich hab ja gesagt, ich habe einen Mitralklappenfehler, Herzfehler, ist aber nur so ein bisschen Herzrhythmusfehler, ist nicht wirklich lebensbedrohlich, aber da haben auch schon Leute gedacht, das wäre wegen dem Herzen und so weiter. Nee, ist es nicht. Also, ich will auch nicht lang drum rumreden, also es ist halt, ist leider so, meine Leber ist ziemlich kaputt. Was heißt ziemlich? Sie ist eigentlich ziemlich, ja, weiß nicht, also. Ich habe jetzt Blutproben gemacht, Leberbiopsie, und mir wurde gesagt, es besteht halt wenig, ja wirklich, also es besteht Hoffnung, aber es besteht wenig Hoffnung, dass es sich regeneriert. Aktuelle Symptome sind bei mir halt, ich bin eigentlich den ganzen Tag müde, mir ist schwindelig, ich habe keinen Appetit. Ich schlafe manchmal 16, 20 Stunden am Tag und bin trotzdem noch müde. Bin antriebslos und eigentlich immer so sehr, boah, weiß nicht, so total kaputt einfach. Ja, das Problem ist leider, ich weiß, jetzt sagen einige, hey, mach doch, probier doch mal das, probier doch mal das. Glaubt mir, Leute, ich hab. Gerade wenn man selber sowas hat, informiert man sich. Und wenn man jetzt nicht gerade sagt, mir ist das scheißegal, wie es mir geht, dann informiert man sich und besucht Ärzte und, ne, ist auf meinem Krankenhaus. Auf jeden Fall kann ich kurz sagen, wie es dazu kam. Also, ja, vor 5 Jahren habe ich ja ziemlich viel abgenommen, über 100 Kilo fast. In sehr kurzer Zeit, wer es nicht weiß, es ist nicht gut für die Leber, denn die Leber muss das ganze Fett, was da eben verbrannt wird, muss ja alles verarbeitet werden. Ich hatte damals auch schon eine schwere Fettleber, war dann auch in der Klinik, habe eine Biopsie machen lassen, also wirklich so ein Stück Zellgewebe entnehmen aus der Leber. Ja, und da sagten die mir, ja, machen Sie langsam, ist keine gute Idee, so schnell abzunehmen. Lieber immer so ein Kilo im Monat, das reicht schon, das ist eigentlich schon genug. Gut ist halt, ich rauche nicht, ich trinke nicht, nehme keine Drogen, also nichts, was großartig die Leber jetzt beansprucht. Blöd war halt nur, ich habe ja damals sehr viel trainiert, ich war wirklich 6 Tage die Woche im Fitnessstudio und irgendwann hatte ich dann mal bei einer Übung ein richtig schlimmes Knacken im Nacken, also es hat wirklich richtig weh getan. Also ich habe noch nie so schlimme Kopfschmerzen gehabt, weiß nicht, für eine Woche war das etwa und da ging es einigermaßen. Dann kam mir dazu, dass ich dachte, ich brauche eine Brille. Ich brauchte wirklich eine Brille, aber das waren nicht die Kopfschmerzen. Und das hatte ich dann jetzt, wie lange waren das? 4, 5 Jahre. Und habe in diesen 4, 5 Jahren eben täglich wirklich 5 bis 10 Ibus genommen. Ich konnte nicht mehr trainieren gehen. Es ging halt nichts mehr. Also es waren einfach nur noch schlimme Schmerzen. Zum Glück hat meine Frau dann einen Arzt gefunden, einen Chiropraktiker, der meinte, es könnte der Atlaswirbel sein. Es ist der Wirbel direkt am Schädel. Und tada, was soll ich sagen? Es hat wirklich geholfen. Der hat mich geheilt. Also der hat meine Kopfschmerzen geheilt. Ja, blöd ist nur, wer es nicht weiß, Ibuprofen wird auch über die Leber abgebaut, beansprucht also dementsprechend auch die Leber und schädigt sie. Ja. Dumm, ne? Ja, und wirklich, ich mache das jetzt auch nicht, weil viele Leute fragen und ich weiß, auch viele sagen, es ist Privatsache. Aber genau aus dem Grund, weil ich möchte nicht, dass es irgendwie zu Übergriffen kommt oder Schuldzuweisungen, weil das ist halt einfach nicht der Fall. Ja, meine Frau hat mich verlassen im Mai 2020. Hat mich natürlich sehr getroffen. Kann man sich vorstellen. Und ich habe seitdem auch wieder jetzt in recht kurzer Zeit 40 Kilo abgenommen. Ich habe halt wieder ein bisschen was zugenommen, natürlich ohne Training. Ja, deswegen will ich auch gerade keine Facecam und so weiter, weil ich sehe aus wie eine Leiche. Ja. Ist halt immer noch alles schlimm. Ich bin immer noch sehr am Trauern, sehr am Leiden, sage ich mal. Vor allem jetzt geht es mir leider gerade so schlecht, dass ich mich nicht mal. Ich kann meine Tochter nicht mal hochheben. Ich sag, wie es ist. Also. Boah. Okay, ich wollte es nicht emotional werden lassen. Ja, also wie gesagt. Nicht, bitte nicht meiner Frau die Schuld geben. In der Ehe, in der Beziehung sind immer zwei, die dazugehören und ja. Es war natürlich halt wegen der Trennung, dass ich da in ein Loch gefallen bin und abgenommen habe, so viel, so krass schnell und aber trotzdem,
das, wie gesagt, ich möchte bitte keine Schuldzuweisungen hören, da gehören immer zwei zu. Und ja, auf jeden Fall hat das nochmal eben zusätzlich die Leber geschädigt. Und ich muss halt sagen, wie es ist lebensbedrohlich und nicht zu knapp. Also es kann sein, dass ich daran sterbe. Vielleicht noch dieses Jahr. Vielleicht irgendwann im Frühjahr. Ja. Also ich nehme auf jeden Fall hier, wie heißen die Dinger, warte, Silimarit heißen die, das ist was Pflanzliches. Es gibt leider nichts, was man machen kann, was man an Medikamenten nehmen kann. Lebertransplantationen, ich habe mich jetzt nicht auf die Liste setzen lassen, aber ich habe mich erkundigt und mir wurde gleich gesagt, so hey, ganz ehrlich, eigentlich habe ich keine Chance, weil ich war mir des Risikos bewusst des schnellen Abnehmens. Ich wusste das mit den Schmerzmitteln, mit den Ibus, dass die Leber angreifen. Also habe ich willentlich meine Leber quasi zerstört. So fies das und so blöd das klingt. Ich meine, macht ja keiner mutwillig. Wenn ich jetzt sage, macht euch keine Sorgen, ist blöd, weil wenn ich ja sage, es ist lebensbedrohlich und es fühlt sich auch manchmal echt so an, als, oh, ich weiß nicht, als könnte ich nicht mehr aufstehen heute. Ich versuche halt immer noch aktiv zu sein, zu arbeiten, weil ganz ehrlich, auch wenn ihr sagt, hey, komm, ruh dich aus und schon dich doch mal, das... Ich glaube, dann würde ich gar nicht mehr wollen, weil ich brauche ein bisschen Antrieb. Ich will wieder gesund werden für meine Tochter, dass ich meine Tochter sehen kann. Ich habe sie jetzt fast zwei Wochen nicht mehr gesehen und es ist halt... Naja, das war's. Es ist nicht meine Psyche. Ich komme eigentlich mittlerweile einigermaßen klar mit den Depressionen. Ich habe ja eine Therapeutin. Die macht das ziemlich gut. Die hilft mir sehr in dieser Zeit. Und natürlich... Der dicke Wikingermann, allerbester Freund auf der Welt. Liebe an dich, Bruder, wirklich. Er ist halt wirklich immer da für mich und versucht mich zu motivieren, aber ja, es ist halt nichts, wo man sich motivieren kann, wenn du einfach keine 5 Meter laufen kannst oder es dir schwarz vor Augen wird oder dir alles sich dreht. Also das in letzter Zeit am schlimmsten ist dieses Karussellfahren. Ich komme mir vor, als würde ich... Ich trinke ja keinen Alkohol, aber früher, kennt ihr das, wenn ihr so besoffen wart? Ich meine, vielleicht kennen es einige von euch nicht, das ist vielleicht auch ganz gut so, aber ihr habt die Augen zugemacht und sofort hat sich alles angefangen zu drehen und das habe ich leider fast den ganzen Tag mittlerweile. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen eklig für manche, was auch noch dazu ist, ganz schlimmer Durchfall, also es ist richtig schlimm, also es tut echt weh auch. Sehr dunkler Urin, ich habe ziemlich gelbe Augen mittlerweile schon, habe ich gemerkt. Ja, ich habe jetzt wieder einen Bluttest machen lassen, der war leider auch nicht gerade besser als der letzte. Obwohl ich wirklich versuche, mich gut zu ernähren, jetzt mit Brokkoli, Avocado, das ist eben sehr gut, sehr fördernd für die Leber. Also nur für euch, falls ihr das selber vielleicht an euch bemerkt habt, solche Symptome. Müdigkeit, Abgeschlafftheit und ganz schlechte Verdauung und dunklen Urin, das ist wichtig. Dunkler Urin, fast schon so orange, braun, dann habt ihr auf jeden Fall vielleicht... Auch das mit der Leber. Lasst das lieber mal checken, Leute. Das ist wichtig. Gut. Jetzt werde ich zum Gesundheitstipps-Mensch hier. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, was los ist. Und wie gesagt, bitte niemandem die Schuld zu schieben. Es ist, wie es ist. Und man kann es nicht ändern. Ich sage euch nur, ich will nicht aufgeben. Ich will das mich nicht besiegen lassen. Auch wenn ich aktuell echt keine Kraft habe. Ich würde wirklich gerne streamen und mit dem Streamchat wieder interagieren, mit euch schreiben, mit euch ein bisschen quatschen, Spaß haben, aber aktuell geht's wirklich leider gar nicht. Ich bleib dran, Leute. Ich lasse euch wissen, wie es läuft. Gut. Habt ein schönes Fest. Haltet die Ohren steif und haltet euch an die Leute, die euch wirklich lieben. Macht's gut.